Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Kunterbunten Vlog. Ey, der reine Wahnsinn, es gab schon so lange keinen kunterbunten Vlog mehr durch die England-Tour. Aber heute geht es endlich wieder los mit den kunterbunten Vlogs. Wir sind hier in Oldenburg und werden zwei Parks besuchen. Den Jada-Park, den haben wir noch gar nicht gesehen. Und hier im Freizeitpark Thule, da waren wir tatsächlich schon. Und nächstes Wochenende geht es direkt weiter. Da fliegen wir nämlich nach Polen. Also es wird auf jeden Fall ein spannender und vielleicht auch ein relativ langer kunterbunter Vlog. Bleibt auf jeden Fall dran. Ey, wir haben hier gerade so eine richtig krasse Wohnung am Start. Ja. Und sie war auch überhaupt nicht teuer für zwei Nächte. Wir haben irgendwie so 188 Euro bezahlt für uns beide. Und so eine Wohnung hätten wir auch echt in England gebraucht, für uns drei. Aber das ist hier schon echt mega cool. Ey, du, auch super cool eingerichtet. Dieses Design hier, mega. Hier würde ich auch privat gerne wohnen. Ja. Wir haben eine voll ausgestattete Küche. Also hier, schaut euch mal einfach die Küche an. Und hier auch Kaffeepads und so, also so Kaffeekapseln. Und wir kennen das ja manchmal auf Motelsuiten, da sind die ja immer richtig geizig. Und da liegen dann nur vier Kapseln aus, aber richtig, richtig cool. Hier ist das Schlafzimmer, richtig nice. Also kann man wirklich nicht anders sagen. Toll. Und schönes Bett. Hammer. Und ja, wir schauen jetzt mal ganz kurz uns um, wo wir was essen. Weil auch wenn wir eine coole Küche am Start haben, werden wir jetzt hier heute nicht selber kochen und die nächsten Tage. Wir sind jetzt hier in der Stadt angekommen und Vivi hat sich schon eine App runtergeladen. Oder wir benutzen seit einiger Zeit so eine App, wo man 2-für-1-Restaurants mal ausprobieren kann. Ich weiß nicht, ob ihr diese Gutscheinhefte kennt oder Schlemmerblöcke von damals. Gibt es das auch in digitaler Form? Und ja, in Aachen haben wir schon einiges ausprobiert, aber jetzt sind hier natürlich alle Coupons. 18 Restaurants haben wir in Aachen schon ausprobiert. Ja, schon ein bisschen wild, aber es lohnt sich halt, diese 2-für-1-Aktion. Keine Ahnung, da kriegst du zwei Bowls für 15 Euro, da kannst du echt nichts sagen. Nee. Und ja, jetzt schauen wir mal in Oldenburg rum. Wir sind jetzt fündig geworden, haben uns zwei Bowls bestellt. Und in der App habe ich auch gesehen, es gibt hier noch einige 2-für-1-Getränke, die man sich gönnen darf. Und das machen wir auf jeden Fall nachher auch nochmal. Also wir werden uns ein bisschen umschauen. Bis jetzt hat uns die Stadt wirklich richtig gut gefallen. Wir haben zwar noch nicht viel gesehen, aber das, was wir bis jetzt gesehen haben, war echt cool. Wir haben unser lecker Essen bekommen. Das sieht so gut aus und ich habe wirklich Hunger. Jetzt hauen wir erstmal rein. Das Essen war wirklich super, super lecker. Und jetzt habe ich nochmal die App gezückt. Und wollten noch was trinken gehen. Jetzt sind wir hier in der Eule gelandet. Eule Oldenburg heißt das. Und ohne diese App wären wir hier gar nicht hingekommen. Wir wären wahrscheinlich im Extrabad gegangen. Das kennen wir halt schon. Aber es ist richtig cool hier mit dem Taxi in der Mitte und generell die Atmosphäre. Hier mit den Eulen und so an den Wänden. Also lohnt sich tatsächlich da mal so ein bisschen mehr die Augen aufzuspinzen. Wir sind jetzt hier auf dem Street Food Festival angekommen. Richtig krass, hier ist wirklich einiges los. Coole Musik läuft, Getränke essen. Aber wir werden uns morgen wieder melden. Wir werden aktuell den Abend noch ausklingen lassen und morgen geht es dann weiter mit dem nächsten Freizeitpark. Neuer Tag hier im kunterbunten Vlog und wir sind angekommen am Jada-Park. Das ist unser Erstbesuch. Meine Güte, dass wir den Park bisher noch nicht so richtig auf der Schippe hatten. Ich weiß gar nicht, was da schiefgelaufen ist, weil wir waren ja schon mal hier in der Region. Wir werden einen kleinen Bericht drehen. Wir sind schon verkabelt und sind ausgestattet. Es geht hinein. Ich glaube, 3 Achterbahnen werden uns erwarten. 3, nicht 4. Und davon eine neue, die dieses Jahr komplett neu aufgemacht hat. Wir haben jetzt schon den halben Tag im Jada-Park verbracht und sind eigentlich auch schon fertig. Jetzt kommt noch eine Wiederholungsfahrt vom Ziegenblitz dazu. Wenn ihr wissen wollt, was ihr im Park hier noch alles erleben könnt, schaut gerne mal unten vorbei. Da haben wir euch ein vollwertiges Video von uns verlinkt. Nach dem hier werden wir noch einen anderen, kleineren Freizeitpark besuchen, wo noch ein kleiner Wurm steht, den wir auch noch fahren wollen. Jetzt stehen wir hier wieder bei uns am Auto und vor uns geht es jetzt wohin? In den Park Janssen. Das ist so ein Hofladen, wo es auch Äpfel gibt, aber auch ein kleiner Wurm steht da. Wie das genau heißt, werden wir noch mal vor Ort checken. Also ich habe auf jeden Fall Janssen mal auf Google eingegeben und da stand es dann da. Dank Coaster-Account wussten wir Bescheid und da gucken wir mal rein. Genau, irgendwie so 25 Minuten entfernt vom Jada-Park. Nichts Weltbewegendes. Ich glaube 12,50 Euro kostet der Eintritt und halt ein Wacky-Wurm wird da sehr wahrscheinlich stehen. Wir schauen uns das gemeinsam an und nehmen euch hier im kunterbunten Vlog mit. Angekommen am nächsten Stop. Landerlebnis Janssen. Der reine Wahnsinn. Uns wird irgendwas mit Äpfeln erwarten. Das sieht irgendwie sehr, sehr identisch aus mit einer Sache, die ich schon kenne. Es gibt auch eine Apfelmanufaktur und hier riecht es auch ganz gut. Und ja, also es hat Ähnlichkeit mit etwas, wo wir auch schon öfters mal waren. Ja, seit 2016 gibt es das Dorf. Wir gehen einfach mal rein. Es gibt tatsächlich sogar eine Achterbahn. Und dann schauen wir uns den ganzen Spaß mal von drin an. Gute Idee. Hier haben wir schon mal eine kleine Übersicht, was uns heute erwarten wird. Uns wird eine Wellenrutsche erwarten, einen Indoor-Bereich, einen Spielplatz, eine Reitbahn und auch eine Raupenbahn. Also das ist irgendwie... Es gibt auch eine Traktorbahn. Eine Traktorbahn gibt es auch.
Es sieht echt identisch aus, aber wir gehen jetzt rein. Wir sind jetzt hier drin und haben Eintritt bezahlt. Was 12 kostet? Euro pro Person für Erwachsene ab 1 Meter. Ihr müsst quasi direkt Eintritt zahlen. Jetzt sind wir Erwachsene ab 1 Meter, also ab 1 Meter 12 Euro. Genau, jetzt sind wir in so einer Markthalle drin. Ich bin total irritiert. Hier dreht sich alles um das Produkt Apfel. Und ihr kriegt auch Apfelmarmelade. Ihr habt hier eine Hofküche am Start. Ihr könnt euch aber auch so Kleinigkeiten holen wie Bretter und ja, alles das, was man so kaufen möchte. Und wir gehen jetzt hier mal durch. Aber sieht auf den ersten Eindruck gar nicht so schlecht aus. Ja. Wir haben jetzt die Markthalle verlassen und sind hier gerade in einem schiefen Haus. Hier ist alles einmal auf den Kopf gestellt. Kann man ein bisschen klettern. Aber wir sind auf der Suche nach der Achterbahn. Ach, da draußen ist die Traktorbahn. Oh, hui. Wir sind an der Achterbahn angekommen. Willi der Wurm, das ist das Objekt der Begierde. Und da werden wir jetzt eine Runde mitdüsen. Wir kommen von der kleinen Achterbahn, ganze 5 Runden ist sie gefahren, Halleluja. Ja, fährt sich sehr, sehr angenehm, also gerade so die Runterfahrt ist sehr angenehm für einen Wurm. Aber auch hinten der Bereich, da liegt irgendwie so ein alter McDonalds-Spielplatz rum, also sah jetzt nicht so cool aus. Es gibt ein paar Bereiche, die ganz cool aussehen, wie hier vorne. Und es wird wohl auch noch eine kleine Erweiterung kommen mit Wasserbahn, 2 Hektar groß. Aber ja, im Moment ist halt echt sehr, sehr wenig geboten. Für Kinder auf jeden Fall schon ein bisschen mehr als für Erwachsene. Eine Pferdereitbahn gibt es hier noch, mit der fahren wir mal eine Runde, oder? Genau, aber ich würde wirklich sagen, ist trotzdem cool thematisiert. Also auch wenn noch nicht so viel da ist, das, was da ist, ist schon cool thematisiert. Ja, also jetzt hier vorne der Bereich, aber jetzt hier die Achterbahn, ist halt eine Standard-Achterbahn, nicht eingehaust und da hinten ist McDonalds-Spielplatz, der irgendwie in der Ecke liegt. Eine kleine süße Freitbahn, haben wir auch abgearbeitet. Hier gibt es auch einen Kettenflieger, der hochfährt. Und ja, jetzt fahren wir vielleicht noch eine Runde mit der Traktorbahn. Ja. Und dann sind wir auch durch. Also viel zu erleben gibt es ja tatsächlich nicht. Also aber so Familien und Kinder können hier auf den Spielplatz toben, ist schon ganz okay. Aber es ist natürlich irgendwie so ein bisschen Abklatsch von Karls. Also irgendwie so ein bisschen Karls bei Wisch bestellt. Und ja, ist halt ein bisschen schade, dass man nicht eigene Ideen hat. Auch von dem Attraktionsperforium ist halt Traktorbahn, Raupenbahn, Wellenrutsche ist halt genau das. Oder das sind ja so kleine Sprüchetafeln an Attraktionen, das ist genau die es bei Karls halt auch sind. So witzige Sprüche zum Schmunzeln und ja, also ja. Und in der Nähe soll ja auch bald ein Karls entstehen, also Wir sind hier in der Nordsee-Spielstadt, das wird eine schnelle Nummer rein, raus und mal eben schon Achterbahn fahren. So, sehr, sehr nett. Wir haben jetzt irgendwie 4 Euro pro Person bezahlt. Wir sehen die Achterbahn da hinten schon. Es gibt einige Rundfahrgeschäfte hier. Zum Beispiel auch einen Elefanten. Aber wir sind eigentlich nur wegen der Achterbahn hier. So, wir sitzen jetzt hier drin in der Bahn. Gleich kann es losgehen. Juhu, ein bisschen eng, aber es passt. Wir haben es überlebt. Ja. Die Achterbahn fährt 3 Runden und ist sehr, sehr ruckig. Also ordentlich geschlagen, aber die Kinder haben es auf jeden Fall gefeiert dort. Und es gibt im Indoor-Bereich wirklich einiges an Fahrgeschäften, einiges zu sehen. Ich glaube, auch bei schlechtem Wetter ist das eigentlich eine ganz coole Sache hier. Wups, sind wir wieder draußen. Das ging schnell. Aber trotzdem, es ist eine echt schöne Indoor-Halle. Also wenn ihr hier irgendwie Kindergeburtstage verbringen wollt oder Erwachsene hier in der Nähe wohnt, ihr habt Kinder, kommt vorbei. Es ist keine Tennishalle, es war nicht stickig. Also war ganz nett. Ja, für eine Indoor-Halle ist das schon ganz cool gewesen. Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt wieder hier in der Ferienwohnung in Oldenburg angekommen. Der reine Wahnsinn. Wir lassen die Kamera jetzt aber hier, weil wir ein bisschen fertig sind. War ein anstrengender Tag. Wir haben viel gemacht, habt ihr ja gesehen. Mehr als wir eigentlich wollten. Genau, auf Instagram nehmen wir euch immer noch so ein bisschen mehr mit. Da heißen wir Real. Vivi Bing. Schaut da gerne mal vorbei. Da seid ihr nämlich immer up to date. Genau, seid ihr up to date. Ihr wisst immer genau, wo wir sind. Wir werden jetzt was essen gehen und morgen werden wir den Tier- und Freizeitpark Thüle besuchen. Die haben neue Attraktionen, die wir noch nicht kennen. Wir waren vor einigen Jahren schon mal dort gewesen, aber es hat sich ein bisschen was verändert und da müssen wir auf jeden Fall vorbeischauen. Genau, wir nehmen euch auf jeden Fall noch mit und dann geht es ja tatsächlich auch noch nach Polen, Energylandia. Also der Kunterbunten-Vlog wird auf jeden Fall noch weitergehen. Cool, ich freue mich auf Polen. Zurück hier im Kunterbunten-Vlog aus dem Tier- und Freizeitpark Thüle. Meine Güte, Hammer. Der Simon ist auch am Start. Hallo. Und die Vivi ist natürlich auch immer noch da.
Sonst wärst du nicht hergekommen. Ja, das stimmt. Wir sind mit dem neuen Dark Ride gefahren. Wir haben die neue Achterbahn ausprobiert, die vor 2 Jahren schon eröffnet hat. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wenn ihr ein komplettes Video sehen wollt, dann schaut mal einfach unten in die Videobeschreibung. Da kriegt ihr noch mal ein paar Eindrücke über den Tier- und Freizeitpark Thüle. Und für uns geht es jetzt Richtung Düsseldorf, oder? Ja, Richtung Düsseldorf. Da gehen wir noch was essen mit Freunden, die in der Nähe wohnen. Und mit denen fahren wir auch nach Polen. Ja. Ja, aber jetzt müssen wir mal gucken, ob auf dem Weg dahin eventuell noch ein Count oder sowas liegt. Ja. Keine Ahnung. Wir schauen mal, ob wir noch was finden, eine Kleinigkeit. Das machen wir meistens, wenn wir sagen, okay, jetzt haben wir gerade 13 Uhr, wir wollen vielleicht noch eine Wasserbahn fahren hier, also so eine Harakiri-Rutsche und so. Das ist aber nicht mehr alles so lang. Dann gucken wir immer so ein bisschen, okay, liegt noch was auf der Strecke, was man mitnehmen kann. Und wenn es kein großer Umweg ist, dann machen wir es meistens. Jetzt haben wir den Park verlassen. Vivi hat zwar noch mal ganz kurz geguckt, ob irgendwo noch ein Count ist. Schloss Dankern ist jetzt nicht allzu weit weg. Aber irgendwie wäre es auch interessant, über Schloss Dankern ein komplettes Video zu drehen. Vielleicht werden wir es irgendwann mal schaffen, da über die Nachtschlafmöglichkeiten ein Video zu drehen. Genau. Aber jetzt einfach nur kurz reinzuspringen, um den Count mitzunehmen, haben wir gesagt, da lassen wir. Wir fahren jetzt nach Düsseldorf, werden eine Kleinigkeit essen und dann sehen wir uns vom Flughafen, wenn es dann nach Polen geht. Freue ich mich schon sehr auf Polen. Vom Tier- und Freizeitpark Thüle, mittlerweile hier in Dortmund und zwar am Flughafen Dortmund. Genau. Und jetzt geht es für uns nach Polen. Wir haben ein nettes Airbnb und bleiben da 4 Tage. Und ja, Flug geht um 8 Uhr. Wir werden so um 21.30 Uhr landen. Und dann werden wir morgen einen kleinen Freizeitpark besuchen und dann geht's nach Krakau, oder? Ja, genau. Morgen werden wir nach Krakau fahren. Vorher noch einen kleinen Freizeitpark besuchen und dann einen großen Freizeitpark. Wir sind jetzt hier durch die Sicherheitskontrolle gut durchgekommen. Ist immer ein bisschen spannend mit der ganzen Technik. Aber alles durchgekommen und es geht gleich in den Flieger. Ja, ach Gott, du willst. Ja. Hier in Katowice und müssen jetzt noch geschaffelt werden und dann geht's ab zum Mietauto. Und dann in unsere Unterkunft hinein. Ich bin sehr gespannt. Flug war sehr angenehm. Ich glaube, eine leichte Verspätung hatten wir. Wir am Terminal und suchen unsere Mietautoverleih. Wir haben ein Mietauto uns organisiert. Beim letzten Mal sind wir mit dem eigenen Auto tatsächlich hergefahren. Aber jetzt sind wir in einer 6er-Gruppe. Und das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein größeres Auto. Ich bin gespannt. Ja. Tobi hat es auch schon organisiert. Ja, ich bin auch gespannt, was so ein 6-Sitzer. Und jetzt müssen wir gleich noch ausdiskutieren, wer der zweite Fahrer ist. Ich kann es auch sagen, mir ist eigentlich egal. Und ich fahre immer Auto. Und was super cool ist, dass die alle noch nie im Energylandia waren. Das finde ich mal richtig nice, wenn du mit Leuten im Park bist, die da davor noch nie drin waren. Das stimmt, aber wir kennen ja selber auch 5 Achterbahnen noch nicht. Genau, für uns gibt es auch ein paar neue Sachen. Ich habe auch Bock aufs Riesenrad, aber darüber wird es dann nochmal ein separates Video geben. Also zumindest über alle Achterbahnen. Wir haben jetzt unser Mietauto gefunden. Wir haben einen kleinen Bus. Wir haben ja noch ein paar Personen. Ey, wir können sogar zu dritt vorne sitzen. Echt? In der Mitte vorne. Das Auto ist super bequem, sehr geräumig. Also wirklich total riesig. Ich werde gleich die Fahrt übernehmen. Ich bin sehr gespannt. Wir haben noch nie so ein großes Auto gefahren, aber ich bin gespannt. Wir haben jetzt noch einen Stopp beim Goldenen M gemacht und werden dann noch so ungefähr eine Stunde zum Airbnb fahren. Dann auch wirklich tot müde ins Bett fallen, weil ich bin echt sehr müde. Wir sind in unserem Airbnb angekommen und das sieht wirklich so ultra schön und stylisch aus. Wir haben sogar ein pinkes Badezimmer, aber erstmal hier das Wohnzimmer in so einem Braunton gehalten. Richtig, richtig stylisch. Dann haben wir hier einmal ein Badezimmer. Alter, dieses Badezimmer ist so geil. Guck mal, wie pink das ist. Hammer. Jetzt haben wir hier Küchenbereich und wir haben hier sogar im Kühlschrank Wasser drin. Ne? Mega. Also, und wir haben gerade Wasser an der Tankstelle vorher gekauft. Ja, genau. Da ist eine Flasche Wein noch dabei gewesen, so ein Willkommensding war dabei, Süßigkeiten am Start. Klar, wir haben sogar eine Terrasse, aber die sehen wir, glaube ich, morgen früh besser.
Ja. Jetzt gehen wir einmal nach hier oben. Dann haben wir einmal hier Schlafzimmer, also ein Schlafzimmer, das größte Schlafzimmer. Wenn wir jetzt hier lang gehen, haben wir hier einmal ein grünes Badezimmer. Das sieht so süß aus. Diese Farbe auch, mega. Kevin, wir müssen uns auf jeden Fall unser Konzept, unsere Wohnung mal genau überdenken. Dann haben wir hier einmal ein kleineres Schlafzimmer und das ist unser Schlafzimmer. Und wir haben sogar einen eigenen Balkon. Einen wunderschönen guten Tag, neuer Tag hier im kunterbunten Vlog, der reine Wahnsinn. Und ja, heute geht es für uns kurz ins Zattoland, danach geht es nach Krakau, da werden wir noch ein bisschen die Stadt erkunden. Genau. Ich glaube, Leo und Tobi wollen unbedingt shoppen. Und danach geht's einkaufen, gell? Geht's einkaufen und dann mal gucken. Ich glaube, wir gehen jetzt ins Restaurant noch in Krakau irgendwo was essen und überlegt, schauen wir mal was. Wir haben eine sehr, sehr gute, ausgestattete Ferienwohnung. Die haben wir euch ja gestern schon ein bisschen gezeigt. Und gut gelegen. Und wir haben halt einfach so alles am Start. Wir haben hier sogar Grillkohle, Grillanzünder und auch einen Grill am Start. Also eine richtig gute Ferienwohnung. Vielleicht verlinken wir euch die unten. Wir vergessen es eh. Und ja, wir machen uns jetzt mal ready und dann verlassen wir das Haus. Wir sind jetzt im Zattalon und wir haben so ein Ticket bekommen, wo wir beide Achterbahnen fahren können. Und zwar haben wir jetzt umgerechnet 13,50 Euro beide ausgegeben. Wir werden jetzt die beiden Achterbahnen mal mitnehmen und erster Korn steht hier schon. Erste Achterbahn mitgenommen, die war relativ zügig und schnell. Ja. Und ja genau, dieses Counter-Ticket kostet so knapp 5 Euro. Wir haben jetzt 13 Euro bezahlt und haben aber das Parkticket noch bezahlt. Und ist eigentlich ganz freundlich, dass man halt einfach mal kurz reingehen kann, sich die Counts mitnehmen kann. Und ja, jetzt suchen wir noch die zweite Achterbahn. Und Empfehlung, wenn ihr hier in Polen seid, zahlt immer in Zlotys und nicht in Euro. Eure Bank wechselt das dann um und dann habt ihr immer den aktuellen Wechselkurs. Damit könnt ihr noch ein bisschen sparen. Ja, zweite Achterbahn haben wir auch mitgenommen. Ja, 10 Minuten haben wir es gebraucht. Der Park ist tatsächlich auch nur 10 Minuten vom Energylandia entfernt. Er ist super schön gestaltet teilweise, auch hier so ein Monster Truck. Und ja, aber es ist schon krass, dass so ein kleiner Park direkt neben so einem großen Park liegt. Aber ja, wenn ihr in der Nähe vom Energylandia seid, und die Counts euch mitnehmen wollt, dann seid ihr hier relativ schnell durch. Für uns geht es aber jetzt nach Krakau. Wir sind jetzt mittlerweile in Krakau angekommen. Wir haben die Stadt gefunden. Es ist so sommerliche Temperaturen, 29 Grad Sonnenschein. Mega nice. Haben wir jetzt einen kleinen Markt gefunden, wo wir ein bisschen mal gucken werden. Und die Häuser sind wirklich total niedlich hier. Wir haben wirklich einiges zu gucken. Und ja, ich freue mich. Eine Kürbis haben wir auch entdeckt. Eine Kürbis haben wir auch entdeckt. Genau, mit einem Counter. Da wollen wir auf jeden Fall später auch noch hinfahren. Spinach together? Yes. Wir haben uns jetzt hier auf dem Markt erstmal ein Tellerchen Pierogi geholt. Das werden wir uns jetzt hier gut gehen lassen und uns zahlen. Wir haben heute Morgen schon eine Kleinigkeit gefrühstückt, aber ein Nationalgericht muss man natürlich auch mal ausprobieren. Wir haben jetzt Krakau, die Innenstadt verlassen oder die Altstadt verlassen und hier ist noch so eine Kirmes, aber es sieht glaube ich aus, als wäre es hier einfach dauerhaft. Hier steht noch ein kleiner Count und den nehmen wir uns auf jeden Fall noch mit. Wie heißt der Count? Euromir. Euromir. Jetzt fahren wir eine Runde Euromir. Wir haben uns jetzt Tickets gekauft für die Euromir, umgerechnet 6 Euro pro Person und damit werden wir jetzt eine Runde düsen. Wir sitzen hier gerade auf der Achterbahn, fährt irgendwie so 3-4 Runden und ja, ihr werdet erst nach hinten gelauncht, dann nach vorne gelauncht und dann geht die wilde Fahrt los. Und? Ist aber lustig, oder? Ja, ist schon sehr witzig. Ja? Ja, sehr witzig, aber auch sehr ruckig. Ja, die Gondeln sind halt relativ eng. Aber ja. Ich glaube, irgendwie überlebt es. Ja, das ist auf jeden Fall trotzdem ganz lustig. Wir sitzen jetzt hier auf einem Schiff und haben uns jetzt mal Pink Aperol bestellt, also eine Literkaraffe. Gerne was zu trinken, schöne Abkühlung, entspannt, nach der aufregenden Achterbahnfahrt. Und wir haben jetzt unser Kühlgetränk bekommen, sitzen jetzt auf dem Schiff, haben einen tollen Ausblick, es ist wirklich super entspannte Stimmung, riesig Urlaubsfeeling. Wie gesagt, geiles Wetter, in Deutschland geht die Welt unter und ja, angenehm. Thank you.
Wir sind wieder zurück in unserer Ferienunterkunft und waren gerade eben noch richtig fett einkaufen. Halleluja. Wir hatten, glaube ich, so eine Rechnung von 900 Zlotys. Das sind so um die 200 Euro. Und ja, jetzt haben wir hier alles vorbereitet zum Grillen. Hier drinnen geht schon ordentlich die Post ab. Hier wird geschnibbelt, hier wird gekocht. Und ja, wir wollten einfach die nächsten Tage einfach ein bisschen hier grillen und dachten, okay, holen wir uns ein paar Sachen, verpflegen wir uns selbst, weil wir haben schon so eine coole Terrasse und dann macht es auch richtig Spaß. Und ja, hier vorne wird auch alles zubereitet. Nur so für Schieber. Aufdeckt. Wir sind hier beim Grillen, essen gut, ihr habt nichts zu essen, tut mir total leid für euch, aber ihr könnt euch hier was zu essen holen, wenn ihr Bock habt. Wir essen hier gut und dann melden uns morgens im Energylandia. Bye, bye! Zurück hier im kutterbunten Vlog. Wir sind mittlerweile zweiten Tag hier im Energylandia und heute haben wir strahlendes Wetter und machen heute so ein bisschen die Wasserbahnen durch. Falls ihr euch noch ein bisschen mehr über das Energylandia interessiert, dann schaut mal unten in der Videobeschreibung vorbei. Da haben wir euch auf jeden Fall zwei Videos verlinkt. Ein schöner Park, wirklich, also... Ich mag es hier total gerne mit den Achterbahnen, in Wasserbahnen und sehr entspannt. Ja, es ist halt ein Freizeitpark mit 20 Achterbahnen, ich glaube 9 Wasserbahnen. Also es ist schon echt heftig, was hier geboten wird und auch wie groß dieser Park einfach ist. Zurück im kutterbunten Vlog. Mittlerweile ist Tag Nummer 2 im Energylandia auch vorbei. Jetzt geht es nochmal für uns in die Ferienhauswohnung. Und dann heißt es morgen Abschied nehmen von Polen. Dann geht es nämlich wieder Richtung Europapark. Aber das seht ihr in einem anderen Video. Genau, wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen was essen in der Ferienwohnung und morgen dann uns aufmachen Richtung zum Flughafen. Und dann sind wir wieder in Dortmund. Schade. Ja. Zurück in der Ferienwohnung und wir lassen den letzten Abend hier ausklingen, war wunderschön und wir haben uns heute Groggy gemacht. Mhm. Sehr nice, noch ein bisschen Grillfleisch am Start und dann geht es morgen direkt wieder nach Deutschland, oder? Voll schade, geht das schon vorbei alles. Halbes Jahr vorher geplant. Also ich denke, wir müssen das nochmal wiederholen und dann vielleicht ein bisschen länger. Jetzt sind wir hier in Katowice wieder am Flughafen angekommen. Unsere Maschine steht schon hier und jetzt geht es wieder ab nach Deutschland. War ein sehr netter Trip. War ein sehr netter Trip in Polen, ja, stimmt, oder? Das war richtig schön, ja. Müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Vielleicht dann nicht Polen, irgendwas anderes, gucken wir mal. Aber ja, das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein, hier vom kunterbunten Vlog. Wir werden uns im nächsten Video wiedersehen. Abonniert gerne den Kanal, liked das Video, falls es euch gefallen hat. Und wir düsen mal schnell nach Deutschland. Wanna be the first who knows all of your deepest secrets. Can I be the one who wakes you up before you miss your ride? 'Cause I wanna be close to you, and I wanna show you something new. You gotta know.